Hallo, eure Freunde. Wer hat nicht davon geträumt, unter der Sonne zu angeln, wenn es Eis ist, ohne Wind und mit flachem Wasser? Kurz gesagt, sehr angenehme Bedingungen, um zu angeln. Leider ist das Wetter nicht immer so schön, wenn man rasch schaut. Aber die Frage ist, angeln Sie, wenn das Wetter schlecht ist? Ich? Ja. Schauen wir uns das zusammen. Hey. Das Wetter ist besser als der Wetterbericht. Also, das ist gut. Aber brauchen wir warme und wasserdichte Kleidung. Also ich habe meine Kajakwatthose. Ganz leicht. Und meine Jacke. Alles klar, es geht los. Den Disk kann den Fisch aktiv machen. Das Wasser bewegt sich und erzeugt Wellen. Die Algen, die Nahrung und die Schwarmfische bewegen sich. Es sind oft aktiver, wenn es windig ist. Je nachdem, wie windig es ist, kann es die Würfe oder den Drift schwierig machen. Regen. Es macht den Angler nass, stört den Fisch aber selten. So macht fast keinen Unterschied. Währenddessen sollte man nicht angeln aufgrund von Kohlenstoff in den Angelruten, der sehr leitfähig ist. Zusammenfassend ist das Angeln. Wenn es schlechtes Wetter ist, für den Angler weniger angenehm, einige Fische sind aber manchmal sogar leichter zu fangen. Schönen Fisch. Abhängig von der Stärke des Windes kann dies auch das Angeln sehr kompliziert oder unmöglich machen. Also meiden Sie große Stürme und ziehen Sie kleine Windböen vor und bedecken Sie sich besonders gut. Vergessen Sie nicht immer das Wetter zu beobachten, denn es kann sich sehr schnell ändern. In diesem Sinne, alles gut und vergessen Sie nicht den Like. Sagen Sie mir in die Kommentare, ob Sie bei schlechtem Wetter rausgehen. Viel Spaß, tschüss!